Was geht, was geht, was geht, meine lieben Freunde, Crazy Gamer und Crazy Gamerin. Crazy Memphis ist wieder am Start und bringt euch mal wieder ein paar Dark Souls 2 PvP Matches. Sowie interessante als auch sehr kuriose Matches, also das kann ich mal wieder garantieren. Und ja, ich bin wieder mal mit meinem Faith-Build unterwegs und zwar mit Merlin, der ist... Ja, mittlerweile auch schon ziemlich High-Level und zwar hat das den Grund, weil, gut, ich mache erstmal hier meine Ausrüstung, das gehört ja dazu, die Claymore plus 10, Drachenglocke plus 5, ich habe einen neuen Spell und zwar ist es der Blendblitz, den werdet ihr auch gleich sehen und ich habe halt jetzt, und deswegen kommen wir auch gleich zum Thema wegen High-Level, ich habe eine neue Zweitwaffe und zwar ist es dieses Original-Mondlichtschwert quasi aus dem ersten Teil, also aus dem Dark Souls. Und ja, ich habe mich halt ein bisschen drauf aufgeskillt. Ich glaube, man braucht irgendwie 18 Intelligenz, um das zu benutzen zu können. Ja, das habe ich halt jetzt noch mit meinem Charakter gemacht. Und jetzt bin ich halt schon mit dem auf Soul Level 224, was eigentlich schon echt viel zu hoch ist. Also ich sag mal, so ein PvP-Charakter reicht wirklich so ein Soul Level zwischen 150 und 170. Das reicht für PvP wirklich vollkommen. Allerdings habe ich halt mit Merlin das Spiel jetzt halt zweimal durchgespielt, um halt gewisse Spells für den Faith-Build zu kriegen. Und da die Spells auch so waren, dass ich mich halt auch ja deswegen aufleveln musste, habe ich halt deswegen hier mit Merlin schon ein High-Level erreicht. Und ja, ist halt ein bisschen blöd, aber was soll's. Ich meine, ich habe mit Merlin, ja, es geht. Also ich ziehe bei den meisten auch nicht so viel Energie ab, weil ich halt trotzdem meistens noch mit der Claymore zuschlage. Und die Claymore ist ja nicht gerade die beste und stärkste Waffe im Spiel. Und ja, auf jeden Fall das erste Match hier war interessant. Ich habe öfters diesen Blendblitz benutzt und danach halt meinen Blitzspeer. Und ab und zu ist es halt so, dieser Blendblitz ist wirklich so gut, dass man, wenn man hinter dem stehen bleibt und dann diesen Blitzspeer castet, dass man, oder der Gegner sieht dann nicht, oder kriegt weniger mit, dass man dann diesen Blitzspeer castet und dann kriegt er den halt in your face. Und das hat man eben gerade hier bei dem Kollegen auch gesehen. Und schwupp, da ist er auch down. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Alright. Okay, und hier ist schon die nächste Runde. Und das ist jetzt halt wieder so eine Runde. Da komme ich mehr oder minder wieder auf mein Thema. Ich habe leider diesmal nur ein Thema vorbereitet, also sorry für das, Leute. Aber das ist auch ein Thema, was ich mehr oder minder auch in dem letzten Video, ja, relativ angesprochen hatte. Oder was man halt auch in diesen Zeitlupen gesehen hat. Und hier habe ich halt wieder ein Match, wo ich, ja, oder mehrere Matches, wo ich mal eine Zeitlupe mit eingebaut habe. Wo ihr mal auch wirklich genau hingucken gucken müsst, was wirklich passiert und ich finde es echt episch und irgendwie schrecklich zugleich. Und zwar ist es das Thema Lag Switch bzw. Lag Steps und ja, es ist jetzt halt hier so das Thema gewesen, ich schlage glaube ich genau mit dem Gesicht zu ihm auf ihn ein, ja. Und ihr seht es gleich hier in der Zeitlupe, ich stehe wirklich Gesicht zu ihm und schlage ihn sogar. Und auf einmal dreht er mich um, also so, man sieht es halt so schwupp und auf einmal zack, Backstab. What the fuck? Oh hier, genau. Habt ihr gesehen? Gut, ich habe nicht zugeschlagen, aber ich war sogar noch ein paar Meter weg ein auf den. Stehe mit dem Gesicht zu ihm und bam, ich bekomme einen Backstab. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, ich bin da wirklich sprachlos und ich weiß nicht mehr, was das soll. Und das ist mir wirklich so oft passiert. Ich meine, ich habe die meisten Fails, also in der Hinsicht, die ihr gerade gesehen habt, habe ich wirklich nicht bearbeitet und im Video bearbeitet, beziehungsweise reingesetzt, wie auch immer. Und weil es mich auch einfach angekotzt hat, es sind wirklich, also jedes zweite Match ist irgendwie so abgelaufen und das war echt so mega mies, das geht gar nicht drauf klar. Und ja, okay, hier haben wir das Match, wo ihr schon den Vorspann von gesehen habt, wie er quasi drauf geht und es tut mir auch ein bisschen leid, weil er ist, ich weiß nicht, er scheint ein Low-Level zu sein, weil er hat, glaube ich, dieses Heideschwert und er zieht mir wirklich fast gar keine Energie ab. Das war, also ist wirklich, ja, schon traurig für ihn auf jeden Fall. Und ja, wie ich ihn halt gleich fertig mache, ist natürlich auch ziemlich mies. Bam und jawohl. Klatsch, bam und good night. Alright.
So, und hier, dieses Match, hier haben wir wirklich das beste Thema, was Laggy bedeutet. Und da weiß ich nicht, war es wirklich die Verbindung oder hat der Kollege irgendwas benutzt, damit er hier halt wirklich so übelst am Laggen ist. Weil ganz ehrlich, ich meine, jetzt Dark Souls 2 spiele ich seit Release und gut, PvP ging ja sowieso noch nicht sofort, aber seitdem es halt PvP gibt und seitdem es funktioniert, habe ich so einen Match noch nie erlebt. Also so Laggy wirklich noch niemals, nie und nimmer nicht. Das ist echt übelst krass gewesen. Richtig übel. Und ihr müsst auch mal am Ende genau hingucken, was passiert. Genau hingucken. Es ist echt episch, ey. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, ich habe eine 2000er DSL. Ist klar, dass es nicht immer flüssig läuft. Aber das ist mir wirklich noch nicht mal bei einer 2000er DSL, nicht mal bei Black Ops 2 oder bei sämtlichen Spielen, die ich online gespielt habe, ist mir das passiert. Also wirklich übelst krass, ey. So, und dieses Match erinnert mich an noch ein Thema, und zwar Spammer. Einfach nur Spammer. Er ist ein Spammer, den begegne ich nochmal, und das werdet ihr dann am Ende des Videos nochmal sehen. Da ist der Kollege auch nochmal da und versucht mich wirklich zu spammen mit seinen ganzen Spells. Und hier ist es lustig, ich habe ihn nicht einmal getroffen, weder mit einem Spell noch mit meinem Schwert. Gut, mit dem Schwert habe ich nicht angegriffen, aber seht genau hin, zack, Messer geworfen und er ist tot. Ich weiß auch nicht, warum er so wenig Energie hatte. Ich denke mal, das boostet noch seine Magie oder sowas. Auf jeden Fall, Spammer, no way. Yay, yay. Ja, hier haben wir wieder so ein episches Match, was ich ja so bearbeitet habe, dass hier quasi nochmal eine Zeitlupe entsteht. Und wie gesagt, einfach nur mal Augen aufmachen und ja, die Frage ist jetzt natürlich auch an euch, falls ihr, wie gesagt, Dark Souls 2 Spieler seid und auch PvP zockt, passiert euch sowas auch oder bin ich quasi der Einzige, was ich natürlich nicht glaube, das wäre natürlich Schwachsinn, ja, ist halt die Frage, passiert euch das öfters oder habt ihr, sag ich mal, andere epische Momente bei dem Spiel, weil mich kotzt es wirklich an und das Spiel sieht ja hier auch so aus, beziehungsweise das Spiel selber oder das Match, was ich hier gerade mache, das war wirklich so, es lief flüssig. Also ich hatte mit ihm keine Probleme, er lief ganz normal, ich konnte mehr oder minder ganz normal ausweichen. Gut, ein, zwei Phantom-Hits gab es, wie man hier gerade gesehen hat, oder einen jedenfalls. Und ja, dann kommt wieder das Kuriose und das werdet ihr hier gleich wieder in der Zeitlupe sehen. Ah, ich liebe es. Ich habe ihn sogar zweimal getroffen, ich kann es kaum glauben, sehe ich gerade auf jeden Fall, sehr nice. Und here we go. Ich steche zu, bin immer noch mit dem Gesicht zu ihm, schlage zweimal, zack, und er, schwupp, dreht mich um, Backstab. What? Seriously, what? Aber was soll's, das ist, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier zur Manie wird, dass das jetzt so bleibt, aber liebe Leute von From Software, ändert das. Es ist wirklich nervig. Es ist so nervig. Okay, meine lieben Freunde, bei dem Match seht ihr jetzt mal, was ich quasi unter einem interessanten Match verstehe und es ist auch wirklich sehr cool ausgegangen. Ich hatte mir dann irgendwann nochmal sein Profil, was heißt irgendwann, ich habe nach dem Match nochmal sein Profil angeguckt und habe ihn mal angeschrieben, war auch ein Deutscher und er hat mir dann halt auch noch zum Schluss geschrieben, dass er halt, also das ist sein Barbarbild. Und ich fand den wirklich auch sehr interessant, weil er läuft halt mit, ich glaube, das sind die beiden Banditen-Äxten rum. Und war wirklich ein sehr interessantes Bild. Und ich hatte auch sehr viele Schwierigkeiten, ihn zu bekommen, also ihn überhaupt zu treffen. Und auf jeden Fall, good game to you. Oder ja, gutes Game für dich auf jeden Fall, war sehr nice. Und ja, ich muss sagen, er hat wirklich auch sehr gut gespielt. Er ist immer sehr gut ausgewichen, weil man sieht, er spielt halt auch doppelhändig, das heißt, er hat kein Schild gebraucht und er ist wirklich immer perfekt, eigentlich kann man sagen, weggesprungen. Und ja, ist auch ein längeres Match, also eins meiner längsten eigentlich, muss ich sagen, daher halt wirklich so gut war. Und wir hatten, wie gesagt, nochmal miteinander geschrieben und wie gesagt, er meinte halt, das wäre sein Barbarbild. Und ich bin mal am Überlegen, weil das hat mich so ein bisschen heiß gemacht, weil ich finde, dieser Bild, den er hier quasi zeigt und wie er halt kämpft, ich finde, es ist echt gut. Und da bin ich am Überlegen, ob ich mal sowas Ähnliches mache. Wäre doch mal was, oder? Auf jeden Fall. Und
Ja, hier sieht's quasi schon so aus, als wäre ich schon am Siegen. Und ich war mir mehr oder minder auch schon viel zu siegesicher, deswegen habe ich hier einige Fehler gemacht. Übelste Fehler. Und ja. Aber wie gesagt, das ist für mich mal wieder ein interessantes Match. Das Ende ist auch cool. So habe ich mir das quasi auch vorgestellt. Und ja. Danach kommt jetzt nur noch ein Clip, meine lieben Freunde. Und da habe ich ja schon, ich weiß nicht, vor ein paar Clips gesagt, dass das halt hier dieser Spammer ist. Dieser, den wir eben gerade schon hatten. Ich glaube, das war Furious Ford. Und ja, das wäre dann eigentlich der letzte Clip. Und ja, damit lasse ich euch alleine. Ich danke euch, dass ihr wieder am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Und ich würde sagen, wir hören uns dann eventuell zum nächsten Dark Souls 2 PvP. Und ja, so sieht das aus. Ich bin wieder raus, euer Crazy Memphis. Peace.